Hallo und herzlich willkommen zurück. Also diese kleinen Unterbrecher zwischen den Folgen finde ich gar nicht so gut. Da kann ich mich kurz einen Augenblick erholen. Gerade wo ich im Video geschaut habe, war das gerade überhaupt nicht komisch. Kann man jetzt eigentlich die Taschenlampe nehmen? Geht die jetzt wieder? Die geht immer noch nicht. Was ich tun muss, weiß ich überhaupt nicht, weil ich habe mich tatsächlich nur gespoilert, was den Schrank betrifft. Und die... Ist hier jetzt irgendwas, das man machen kann? Nein, weil hier komme ich ja nicht durch, ne? So, jetzt darf ich wieder rausfinden, was ich tun muss. Oh. Das erinnert mich irgendwie an das Schloss im Himmel. Falls denn Anim jemand kennt. Was ist das für ein komisches Quietschen im Hintergrund? Das geht auch nicht. Das scheint eine Art Bibel oder was zu sein. Was muss ich denn jetzt wieder triggern, Himmel? Eine Axt. Ich glaube, wir sitzen hier dezent in der Tinte. Hier im Wohnzimmer, denke ich mir. Man kann tatsächlich nicht wirklich was machen hier. Und jetzt ist mal wieder an uns rauszufinden, was wir denn tun. Oh. Ein Schubladenschlüssel. Und den Zettel kann ich nicht nehmen. Okay, das heißt, da drüben an dem Schreibtisch müsste jetzt eine Schublade stehen, sein, die einen Schlüssel braucht. Ah, ohne Schloss ist... Ach nee. Oh je, ich will... Halt! Ich will es gar nicht wissen, ey. Da steht wieder nichts drauf, okay. Nein, wir nehmen... 30. August 87. Was? Ich fühle mich dezent unsicher hier drin. Ich gehe mal davon aus, kann ich den jetzt nehmen? Nee. Ich bin überhaupt nicht scharf drauf, auf das, was jetzt passieren wird. Ladescreen passiert jetzt. Jo. Wo sind wir denn nun? Also wir sind jetzt hier. Das Zeug gucke ich mir gleich an. Das sind wieder diese Zeichen, die vorhin im Bad überall waren. Die Pillen mal wieder. Ist das der Gaul? Ah, das ist der Gaul, ja. Okay. Okay, das ist so. Da liegt ein Leiter und den Zettel. Ich habe erst die Einarbeit beendet und bin noch nicht mal aus der Probezeit. Ich brauche diesen Job unbedingt. Okay. Der Kollege vor mir hat seine Arbeit nicht beendet und ist irgendwie nicht mehr erreichbar. Such in dem Haus nach den verbleibenden Gegenständen der Bewohner. Lass die Kartons dann im Flur stehen. Unser Dienstleister holt sie später ab. Alles klar. Schon wieder. Wieder nur das. Da bin ich ja richtig scharf drauf, das jetzt wieder mal zu benutzen. Ich will da doch nicht rein. Das ist so fies. Ich kenne das Zimmer nicht. Schon wieder ein Fernseher. Die haben verdammt viele Fernseher. Zettel. Wie beeindruckend. Ich denke, es ist nur ein altes Haus. Nur schnell die Gegenstände zusammensuchen und dann weg hier. Okay.
Ich habe das Zimmer verschlossen, weil ich dort jemanden schleichen und flüstern gehört habe. Ich kann mich hier nicht aufhalten und arbeiten. Das ist eine Falle. Sie verfolgen mich. Ihnen gefällt nicht, dass ich ihre Sachen anfasse. Wenn du diesen Brief findest, verschwinde sofort von hier. Du bist nicht alleine hier. War doch jetzt eigentlich ein Hinweis darauf, dass ich verschwinden soll, oder? Ghostbusters! Ja gut, ich kann ja nichts machen. Ich komme hier ja nicht durch, ne? Jupp. Vielleicht. Ich bin gerade erst angekommen. Hä? Warum hat er das jetzt gesagt? War das das? Ich bin gerade erst angekommen. Ach, sobald ich an die Kartons hinlaufe, kommt das da unten. Aber ich will doch einfach. Ich will doch nicht da. Ich will das doch nicht. Ich bin nicht alleine hier jetzt. Ist mir durchaus klar, aber. Oh, da ist noch ein Zettel. Den habe ich jetzt. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel und ein Zettel. Das ist schön, dass er das auf. Dass die das auf weißes Papier gelegt haben, weil sonst würde man die wahrscheinlich nicht so gut sehen. Und sich einen Ast suchen. Ah! Das ist gruselig. Das ist echt gruselig. Das Bild schon ohne, dass es im Spiegel ist, aber das ist. Das ist das vom Spiegel von vorhin. Mein Kater bewegt sich gerade im Hintergrund. Das finde ich gar nicht lustig. Das wird wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus. Nö. Oh nee, welche Tür sind das jetzt? Wackelkopf! Hi! Wenigstens stehen die immer so weit weg. Dann kann ich mich gut darauf vorbereiten, dass die gleich auf einen zustürmen oder sowas. Das, was ich denke, dass du tust. Schade doch nicht. Ich laufe doch tatsächlich nicht vor. Ich bin doch nicht blöd. Ich muss noch 12 Minuten durchhalten. Bitte spielt das selber. Bitte spielt selber. Glaubt mir. Mit was anderem gerechnet. Schade. Muss ich jetzt davor, oder? Ich gucke jetzt woanders hin. Okay, Tussi ist weg. Hä? Okay, das Radio. Ich bin doch gerade erst gekommen. Ja, wir sind gerade erst gekommen. Und was passiert mir jetzt? Oh, das Kinderzimmer. Na, wunderbar, da freut man sich. Och, Gottchen, ich krieg so eine Gänsepelle gerade an meinen beiden Oberschenkeln bis runter zur Wade. Das ist so widerlich. Man will ja eigentlich gar nicht. Und hier ist noch ein Schaukelstuhl, dann könnte das doch der gewesen sein, den ich da damals, ich weiß nicht, in welcher Folge das war, Gott, beende es doch bitte einfach. Bitte tu's. Was? Bitte beende es. Boah, ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Ich bin so durch. Ist hier irgendwas? Ich meine, ich komme hier jetzt nicht zum Spaß hier rein. Bill und Mathilda. Ich finde es schade, dass die Bilder so extrem überleuchtet werden, wenn man sie anschauen will. Jetzt ist da drüben der Fernseher angegangen. Ist da jetzt Tussi drin? Ja, ich weiß, ich bin nicht alleine hier. Jetzt stehen zwei Stühle da. Vorher war es noch einer. Oh mein Gott. Ich komme da jetzt aber nicht mehr durch, oder?
Doch, tue ich. Kann ich mich da irgendwo hinsetzen? Nein. Hey! Ah, Scheiße. Fängt am Rücken an und geht bis runter zum kleinen Zeh, meine Gänsepelle. Ja, und okay, ich gehe jetzt da so hin und dann macht die mich alle. Natürlich ist die jetzt weg. Und steht nicht hinter mir, Manu. Ach, den Gefallen hättest du mir doch jetzt tun können. Stehst jetzt wieder da vorne und auch nicht hinter mir. Ach Gott, das geht doch nicht. Das geht doch einfach nicht. Ah, verflucht. Ich würde gerne die Folge beenden, aber dann ist es zu kurz. Katze, bitte tu das nicht. Vielleicht halt auch einfach davon, ne? Ole Miezekatze. Naja, gut, ich habe keine andere Wahl. Ich muss davon. Dann ist er da drin. Hallo. Nö, auch nicht. Aber dann kommt sie jetzt da. Macht mich alle. Was muss ich denn da triggern? Ich kapiere es jetzt nicht so recht. Gut, okay, die stand jetzt hinter mir. Aber. Nee. Mach mal die. Ich bin mal so frei. Das ist echt nervenaufreibend, ich sag's nur. Und du hast nur diese blöde Taschenlampe, dieses blöde Feuerzeug, wo du tatsächlich nur einen kleinen Bereich anleuchten kannst. Oh, Moment mal, ich könnte ja mal. Okay, da passiert das tatsächlich nicht viel. War das jetzt schlau von mir, dass ich. So diese Zeichnungen, ne? Bin ja schon übel. Naja. Da kommt auch nicht viel im Radio, ne? Und jetzt mache ich die Türe auf und die Alte steht direkt davor. Nope. Ich muss endlich die Sachen finden. Welche Sachen denn? Ach, da ist ja noch eine Schublade. Da kann ich aber nichts machen. Von welchen Sachen redet der? Ist da wieder irgendwas, das ich nicht angrabbeln kann, das nicht geht? Beruhigungsmittel, ja, ist in Ordnung. Die kann ich aber nicht nehmen, die kann ich nur anschauen. Boah, ich will nicht schon wieder schauen. Die Puppe sieht schon übel aus, ne? Ja, aber ich kann nichts angrabbeln. Die Lampe nicht. Ich kann zwar die eine Pillendose hier an, aber die kann ich nur anschauen. So, und das war's. Mehr geht hier nicht. Aber ich durfte jetzt gerade aus dem Zimmer nicht mehr raus. Gut. Also, ich bin dezent überfragt. Ich habe keine Ahnung, was ich schon wieder tun muss. Oh, das ist doch wieder klasse. Die Tür ist zu. Da darf ich nicht raus. Die habe ich ja zugemacht. Und diese Schublade geht einfach nicht. Was ist das da hinten? Das sind nur alte Dosen. Kann man hier irgendwas? Geht nicht. Das Bild kann ich auch nicht nehmen. Ich habe keine Ahnung. Es tut mir leid, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kann nur die Pillendose angrabbeln. Das Radio funktioniert. Aber das Bild kann ich. Kann ich aber auch nur so angucken. Mehr kann ich da nicht machen. Die einzelnen. Und diese Zeichnungen gehen auch nicht. Also, sonst ist hier nichts. Also,
ich finde es jetzt wieder mal. Das ist wieder ganz komisch irgendwie. Wahrscheinlich wieder dieses, was ich vorhin versucht habe oder in der fünften Folge habe versucht zu erklären, dass man Sachen angrabbelt, die aber nicht gehen. Aber hinterher gehen sie dann auf einmal doch und man guckt dann natürlich nicht 20 Mal nach. Ich soll irgendwelche persönlichen Gegen. Ich sehe der Bock fällt. Die Puppe ist weg. Darf ich jetzt gehen? Ich habe keine Ahnung, ich will auch gar nicht raus. Oh, kann ich vielleicht noch? Moment, hier stand doch. Wer ist denn das? Ach, du lieber Himmel. Sieht sie auf einmal ganz anders aus? Ach, guck mal. Das ist zwar noch die Puppe und der Ball jetzt. Die Axt. Nimm die Axt. Warum auch? Satan, hi! Satan ist auch da, das ist doch schön. Das wäre der übelste Jumpscare aller Zeiten, wenn im Spiegel auf einmal was auftauchen würde. Das heißt, ich muss wieder drüben in den Raum rein. Was steht da? Hell. Jo, ist ein Kinderzimmer. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ohne dass man mir das jetzt übel nimmt. Und was läuft so? Ich habe es immer noch nicht überstanden. Die sind nicht sehr freundlich. Ich will doch gar nichts. Ich wollte den doch nur einen schönen Abend wünschen. Ist denn das auch zu viel verlangt? Darf ich jetzt die Axt nehmen, bitte? Axt? Nö. Darf ich da was machen? Nee, da darf ich gar nichts machen. Mal rein. Das geht die ganze Zeit nur zwischen den beiden Zimmern hin und her. Und was ist nun wieder los hier? Haben wir da? Ich kenne dieses Kästchen. Ja, okay. Hier sind wieder viele Flaschen und tralala.
Das ist ein bisschen blöde. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Folge beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!